Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda quält sich Folge. Und heute ist mal wieder ein Game Gear Titel dran. Und zwar hat sich der Patrick Sonic Blast gewünscht. Und da verwundert es so auf dem ersten Blick ein Sonic Titel, was schlecht sein soll. Ich habe so mal auf Game FAQ geschaut und das hat wirklich sehr seltsame, schlechte Bewertungen für so einen Titel eigentlich. Also wird es höchste Zeit, denke ich mal, dass wir mal reinschauen und woran es hakt. Also es ist wohl keine Vollkatastrophe, aber gut ist es auch nicht. Ja, wir können zwischen Sonic und Knuckles auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich den Sonic. Okay, so, mal gucken, was geht. Okay. Grafisch. Es ist halt dieser 3D vorgerenderte Look. Gefällt mir persönlich nicht so sehr. Da finde ich jetzt die normalen Sonic-Titel wesentlich hübscher eigentlich. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Auch das Looping hier. Okay. Und irgendwie will. Also, Sonic steht ja für Geschwindigkeitsgefühl. Ne? Also, ich bin natürlich jetzt kein Sonic-Experte. Das will ich hier auch gar nicht sagen. Aber Sonic steht ja für Geschwindigkeit. Und irgendwie kommt das hier nicht so rüber. Guckt, selbst wenn er rennt. Ich weiß nicht, also Steuerung geht eigentlich in Ordnung. Ne? Also springt responsiv, also das, was es machen soll. Aber ich komme nicht über diesen Grafikstil hinweg. Der ist ganz komisch. Ich weiß nicht warum. Warum wird da jetzt schon die. Oh, ich fall runter Animation getriggert? Wundert mich gerade etwas. Aber hey, gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass. Okay, das ist natürlich jetzt Meckern im Detail, ne? Ich habe das Gefühl, dass das Einsammeln der Ringe irgendwie, ich sag mal, die Hitbox der Ringe irgendwie nicht so gut ist. Okay, bisher ist das Level relativ langweilig, muss ich sagen. Okay, geschafft. Ich finde es halt sehr komisch, dass ich diese Loopings schaffe, obwohl ich jetzt nicht Vollgas habe. Aber bisher finde ich es jetzt keine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt. Okay, wie gesagt, der Grafikstil. Da wollten sie, glaube ich, zu viel Donkey Kong Country und haben es irgendwie nicht wirklich hinbekommen. Und hat das Geschwindigkeitsgefühl. Das kommt nicht wirklich rüber, auch wenn ihr irgendwie lossprintet. Was ich irgendwie seltsam finde. Weil guckt. Ah, okay. Jetzt bin ich in den Gegner reingerannt. Ich wollte jetzt hier eigentlich mal mit Anlauf hier mal so richtig, richtig Gas geben. So. Jetzt darf ich schon wieder dagegen. Okay, das ist jetzt. Ich bin ein Dulli, ja. Aber irgendwie. Warum habe ich da jetzt was verloren? Es ist seltsam. Es fühlt sich nicht wie ein Sonic an, sondern wie ein normaler Plattformer, was jetzt per se nicht schlecht ist. Aber warum nennen sie es denn Sonic? Okay. Muss ich auch schon. Oh, ja, komm. Also die Musik geht, finde ich in Ordnung. Ich verstehe es nicht so ganz. Okay, gut, so. Oder muss ich jetzt hier einfach denn mit Speed da reinrennen? Oder irgendwas jetzt aus. Oh, der Gegner da, okay. Ja, ich weiß nicht, was damit nicht stimmt. Ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Also es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an wie ein Sonic-Titel. Aber da gibt es wahrscheinlich viele von euch, die Sega- und Sonic-Titel mehr kennen oder besser kennen, wesentlich besser kennen als ich, der vielleicht sowas sagen können. Okay, das schaffe ich auch nicht. Ja, ich schätze mal, ich muss da oben hin, dass ich hier auf den Roboter springen muss, um dann da hochzukommen. Okay. Keine Wand kaputt machen, indem ich einfach dagegen springe. Okay. Ich habe jetzt einen Gulli gefunden oder einen Schalter umgelegt. Irgendwie sowas. Kann ich hier runter? Ah, okay. Ja, selbst, ne? Wenn man hier quasi angeschubst wird,
es kommt kein Geschwindigkeitsgefühl aus. Und das finde ich seltsam, weil ich habe in die ersten beiden Sonic-Titel auf dem Game Gear reingespielt. Ne? Man könnte ja sagen, irgendwie, ach, das soll jetzt unter Wasser sein, aber. Man kann es irgendwie dunkel erahnen, weil irgendwie ist ein bisschen dunkler, aber selten so schlechte Wassereffekte gesehen. Also das hat sogar das erste Super Mario Brothers wesentlich besser gemacht. Und wieder geschafft. Ich bin verwirrt. Also ich weiß echt nicht, wie ich dieses Spiel irgendwie einsortieren soll. Grafikstil, ne, wie gesagt, gefällt mir nicht. Ich finde, gerade das Gefühl kommt nicht rüber. Ich frage mich, was da die Idee dahinter war, dass das jetzt so ein Rückschritt zu den ersten beiden Sonic-Spielen auf dem Game Gear ist. Und ich vermute, dass deswegen die Bewertungen auch entsprechend nicht so geil sind. Ach, jetzt bin ich beim Boss, okay. Bonk. Ja. Wahrscheinlich muss ich einfach so gegenbonken. Okay, jetzt einmal von der anderen Seite. Okay. Selten so einen einfachen Boss gehabt. Ich frage mich, ob die da nicht zu viel für diesen fragwürdigen Grafikstil irgendwie geopfert haben. Dass sie deswegen irgendwie die Geschwindigkeit irgendwie nicht umsetzen konnten. Und irgendwie ist das sehr einfach, weil ich bin schlecht in solchen Spielen. Und ihr seht, wie ich hier durchkomme. Vielleicht ist das als eine Art Einsteiger-Sonic gesehen. Ich meine, ihr seht ja auch oben das Cover. Das sieht auch schon ziemlich mies aus, ne? Okay, das Wüstenlevel. Ja, ich glaube, deswegen wird es abgestraft, weil es einfach. Es ist ja relativ spät im Nebenzyklus des Game Gears erschienen. Guckt ihr euch mal die Fallanimation an. Ja, sie denken an eine Animation, wenn ihr an einer Kante steht, diese Oh mein Gott, ich fall runter Animation. Daran denken sie, aber an einer Fallanimation. Nö, das wäre zu viel. Boah. Okay. Okay, das heißt Teer oder Treibsand. Nicht in die Röhre, ich wollte in eine andere Röhre. Hurra, wie spannend. Solche Szenen sind immer spannend. In jedem Spiel, wo man irgendwelche Röhren irgendwie. Ach, da komme ich wieder rein, okay? Okay. Die Level müssen komplexer sein, dass man da noch mehr Goodies entdecken kann. Ich habe es im letzten Level oder vorletzten Level das Dr. Eggman heißt er, glaube ich, ne? Symbol irgendwie aber gefunden. Ich weiß nicht. Also, es ist keine Vollkatastrophe. Aber man erwartet einfach was ganz anderes von einem Sonic-Spiel, was ja das Äquivalent zu einem Mario-Spiel von Nintendo damals war. Da warte ich einfach was anderes. Und deswegen ist, denke ich mal, diese Enttäuschung da. Also, hey, ihr könnt mal reinspielen, es ist keine Vollkatastrophe. Trotzdem habe ich keinen Bock mehr. Ich höre ja auf, ich denke mal, ich habe genug vom Spiel gezeigt. Ich danke Patrick für den Wunsch. Wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.